So, herzlich willkommen zur ersten Review auf meinem Kanal. Sowohl der Film als auch die DVD werde ich hier ein kleines bisschen unter die Lupe nehmen. Ich werde jetzt nicht hier hundertprozentig ins Detail gehen und alles komplett auseinandernehmen, sondern einfach nur ein bisschen über die, ja, DVD selber erzählen, über den Film, wie ich ihn fand. Und ich habe natürlich über Wikipedia so ein paar Infos rausgeholt, werde so ein paar, ja, Themen anschneiden, die vielleicht interessant sein könnten zu dem Film. Es geht hier auf jeden Fall um Heavy Trip. Das ist ein Musikfilm, eine Komödie über eine Metal-Band, die gerne, ja, alles tut, um berühmt zu werden. Hier muss man allerdings sagen, dass man hier auf ziemlich standardmäßige Themen zurückgegriffen hat. Es sind halt wieder mal Außenseiter, die keine Freunde haben, sich schon ewig kennen, Musik machen und irgendwann einfach versuchen, wirklich ernsthaft. Also die Band existiert schon länger, covert allerdings nur und dann wollen sie ernsthaft Musik machen und auch eigene Stücke schreiben und versuchen dann irgendwie, fangen dann mit Gitarrenriffs an, die dann aber irgendwie, wo sie dann immer wieder drauf kommen, dass das schon auf an, dass andere Bands diese Riffs schon ähnlich verwenden und so. Also sie versuchen halt was komplett Neues hier zu gestalten. Und das klappt soweit auch. Und ja, sie wollen halt gerne, ich weiß gar nicht, auf welchem Festival spielen, auch in Norwegen auf irgendeinem Festival. Ich weiß aber gar nicht genau, ob das jetzt ein reales Festival ist. Oder ob das Festival einfach nur irgendwie erdacht wurde für den Film. Auf jeden Fall, ja. Der Film schneidet manchmal so ein bisschen ernsthafte Themen an, leicht, aber ja, nimmt sich immer wieder dann selbst auf die Schippe. Teilweise auch mit recht guten Lachern, teilweise auch, ja, einfach zu vorhersehbar und für meinen Geschmack dann auch irgendwie zu flachhumorig. Man sollte allerdings auch schon Metal-Fan sein. Also ich würde jetzt mal sagen, dass Leute, die mit Heavy Metal, speziell was hier ja nicht nur Heavy Metal ist, sondern die Band macht wirklich Death Metal und versucht auch sogar leicht in den Grindcore vielleicht sogar schon Fuß zu fassen. So wie, also sie versuchen halt was komplett Neues zu entwickeln und so extrem wie möglich und es geht dann halt schon ein bisschen so in Richtung Grindcore. Allerdings auch ziemlich coole Mucke, muss man sagen. Also da ist jetzt nicht irgendwie so, dass man einfach nur auf Extrem setzt und hier volle Kanne auf die Fresse gibt, sodass das einfach schon nicht mehr glaubwürdig ist. Es ist doch schon recht okay von der Mucke her. Also ich mag auf jeden Fall Metal. Ja, der Film selber ist aus Finnland und Norwegen. Also eigentlich ein finnischer Film, aber wurde halt auch in Norwegen gedreht von 2018, also noch gar nicht so alt. Und die Regie hat, ist ein, ja, Regie-Duo. Nagelt mich nicht drauf fest, wenn ich es jetzt nicht richtig ausspreche, aber Juuso Lazio und Jukka Wittgren. Die beiden haben das mal in die Hand genommen. Sie haben unter anderem auch nicht ganz alleine, aber waren dabei, das Drehbuch zu schreiben. Und haben dann halt auch selber die Regie übernommen. Vorher haben sie halt nur Musikvideos gemacht. Für welche Bands jetzt allerdings, kann ich jetzt nicht sagen. So weit habe ich jetzt auch nicht geforscht. Sie selbst beschreiben die Einflüsse des Films bei This is Spinal Tap. Das kann ich aber nicht genau sagen, wiefern ich da jetzt das unterstreichen würde, weil das ist Spinal Tap, habe ich leider noch nicht gesehen. Ansonsten noch Blues Brothers und warum auch immer die Simpsons, vielleicht wegen dem Humor, aber das kann ich nicht nachvollziehen. Warum gerade die Simpsons? Ja, mit 3,1 Millionen Euro Budget war das zum Erscheinungszeitraum auch der teuerste, oder die teuerste finnische Komödie, die bisher gedreht wurde. Und das Lustige ist hier, der Soundtrack entstand auch vom Bassisten von Stratovarius. Sollte eigentlich allen Metal-Fans auch ein Begriff sein, ist eine Power-Metal-Band.
Ja, und was noch erwähnenswert wäre, ist, dass die norwegische Premiere auf den Inferno Metal Festival war. Keine Ahnung, wie der da ankam. Also durchweg hat eigentlich der Film recht gute Kritiken. Auf der OFDB hat er 6,45 und auf der IMDB sogar 7,1. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht so warm geworden mit dem Film. Also er hat auch durchaus hier noch Vergleiche mit Deathgasm. Das kann man schon so sagen, ja. Deathgasm ist aber um einiges splatteriger natürlich. Heavy Trip hat rein gar nichts Splatteriges an sich. Geschweige denn irgendwie in dem Horror-Genre Fuß zu fassen. Gar nicht. Und es gibt noch einen Film, der ist nicht ganz so bekannt geworden. Happy Metal heißt der. Den kann man auch damit vergleichen. Den finde ich aber um einiges besser. Ansonsten, tja, können wir hier nochmal ein bisschen zu den technischen Daten kommen oder allgemein zur DVD. Veröffentlicht in Deutschland wurde die von Escort Elite Entertainment, ja, Escort Elite kennt man ja eigentlich. Die Band hier im Film heißt Impaled Rectum. Geiler Name eigentlich, muss ich sagen. Und das, ja, gut, das Logo ist so richtig klischeehaft. Ihr könnt ja auch auf Stopp machen und euch mal hier durchlesen. Ja, genau hier. Hier wird auch nochmal darauf eingegangen, wie die selber ihren Musikstil beschreiben. Das ist Symphonic Post-Apocalyptic Reindeer Grinding Christ Abusing Extreme War Pagan Phenoscandian Metal. Ja. Das wird auch wirklich dann immer so im Film ausgesprochen. Nicht jetzt unbedingt auf Englisch, aber auch auf Deutsch. Wir haben hier deutsche und finnische Tonspur in Dolby Digital 5.1. Deutsche Untertitel sind anwählbar. Der Film hat eine Laufzeit von 88 Minuten. Und ja, das Bild interessiert mich ehrlich gesagt wenig. Aber ihr seht das ja hier. Ja, wir werden gleich noch einen Blick reinwerfen ins Menü. Hier, ich habe jetzt hier die stinknormale kaufbare DVD. Die ist mit Wendecover. Und ja, was auch noch erwähnenswert wäre, halt, der Film ist ab 12 freigegeben. Ich würde mal sagen, das ist auch eine amtliche Freigabe. Also, ja, ab 12 geht vollkommen in Ordnung. Wir werden jetzt nochmal eben ins Menü gucken und uns die Extras ansehen. Oh, und dann sehen wir weiter. So, wir sind jetzt hier im Menü der DVD von Heavy Trip und wir sehen auf jeden Fall schon, auf jeden Fall läuft Musik im Hintergrund. Ich denke, das kann man jetzt nicht hören. Es handelt sich hier um die Musik der Band natürlich. Wir haben hier, wir können den Film starten, wir haben Kapitelauswahl. Von den Einstellungen her haben wir hier halt, wie ich schon vorhin erwähnte, Deutsch und Finnisch in Dolby Digital 5.1 und deutschen Untertitel ja, ein- und ausstellen. Und als Extras haben wir hier den Original-Trailer und den deutschen Trailer. Dementsprechend nicht wirklich viel Extras. Ja, hier bei den Kapiteln können wir noch mal gucken. Das denke ich mal ist das Ganze aber nicht nur 8 Kapitel, sondern doch ein paar mehr. 12. Ja, in 12 Kapitel aufgeteilt. Wie gesagt, ich habe die Standard-DVD gekauft und habe mir hier keine Special Edition. Es gibt halt kaum Extras, also es gibt gar keine Extras eigentlich. Der Original-Trailer und der deutsche Trailer sollten eigentlich schon immer drin sein. Wie gesagt, so, was sage ich zu dem Film? Mir hat der Film, ich war zwar gut unterhalten, mir hat der Film aber nicht jetzt so gut gefallen, dass ich den in meine Sammlung stelle, selbst als Metal-Fan nicht. Ich würde mal sagen, der Film bekommt von mir ja irgendwo, ich sag mal 5,5 von möglichen 10 Punkten. Mehr ist da leider nicht drin. Und die DVD an sich, was die Extras angeht, das ist ein Witz. Da gebe ich ja, da kann ich eigentlich nur einen Punkt von 10 geben.
Mir geht er leider nicht. Also wenn man nur den Originaltrailer und den deutschen Trailer, die wahrscheinlich noch identisch, nur in anderer Sprache dann sind. Nee, das ist leider zu wenig. Und das ist, wie gesagt, auch eine Kauf-DVD, keine Verleihfassung, also keine Verleih-DVD. Von daher sollten da schon ein paar mehr Sachen drauf sein. Also es gibt natürlich, bevor das Menü startet, noch ein paar Trailer von anderen Filmen von Scott Alite. Allerdings, tja, mehr nicht. So, das war es dann auf jeden Fall mit der Review zu Heavy Trip. Metal-Fans kann ich den Film noch ans Herz legen, sich den zumindest mal anzuschauen. So, bis dann.